So, der nächste ist in der Bahn, Weißenbach. Er wird uns hier einspännig vorgestellt von Pferdewirt Leon Reinhardt aus der Fahrschule, der Mitarbeiter hier, der uns Weißenbach präsentiert. Weißenbach entstammt der Stutenfamilie der Nixer von Deutschmeister aus dem Jahrgang 2014 und hat keinen geringeren als Wildhüter seines Zeichens Hauptbremenhengst zum Vater und die Mutter Staatsbremen- und Leistungsstute Resi, eine Tochter des erfolgreich gekürten Feldstern. Weißenbach, aus der Zucht von David Grossmann, im Besitz des Haupt- und Landgestüts Marbach, absolvierte seine Körung als bester Hengst seiner Körungsgruppe im Jahr 2012 als Körungssieger. Und auch bei der Leistungsprüfung stand er ganz vorne in der Prüfungsgruppe mit tolle Noten 8,65, die Endnote 8,38, die Note im Ziehen 8,98, die Note im Fahren und 8,71, die Note für das Interieur. 4 Goldfohlen aus den ersten 3 Jahrgängen hat er uns geliefert, die sich gut entwickelt, mit schönem, sicherem Rassetyp, ausgewogenen Proportionen und guter Bewegung geliefert hat. Ein gekürter Sohn Vincent, den ich bereits angesprochen habe, gekürt in Westfalen, hier bei uns im Hengstbuch 1 übernommen, stehen in seiner Vita. Wildhüter, hoch erfolgreicher Hengst, war auch Körungssieger seiner Körungsgruppe, hat eine gute Prüfung als 2. von 4 Hengsten absolviert und 2 gekörte Söhne hat er, Wildschütz und Weißenbach, 7 Staatsprämien und Leistenstuten, darunter die bundesprämierte Paloma von der Bundeskalblutschau 2017. Fuchs bis dunkel, Fuchs, helles Langhaar erwünscht, nicht Bedingung, tolle Interieure werde, hohe Leistungsbereitschaft zeichnen diesen Wildhütersohn Weißenbach aus, der auf der Genetik der Staatsbremenstute Resifuß von Feldstern und Feldstern auch erfolgreich als Körungssieger und HLP-Sieger. Auch hier beste Genetik hinter dieser Hengstlinie und hinter diesem Hengst Weißenbach. Er wird in Marbach auf der Servicestation zum Einsatz kommen. Herzlichen Dank an Pferdewirt Leon Reinhardt, der ihn hier mustergültig vorgestellt hat. Dankeschön.